Der Rasen ist grün, das Leder ist heiß. Wir holen uns den Titel mit Herzblut und Schweiß. Es ist die Leidenschaft für Fußball und der Glaube an ein Sommermärchen 2.0, der die vier Hamelner verbindet und den sie auch in ihrem Song ausdrücken wollen. Der Rasen ist grün, so heißt ihr selbstproduzierter Hit. Eine Hommage an Fußball-Bundestrainer Sepp Herberger, der mit Zitaten wie "Ein Spiel dauert 90 Minuten" in die Geschichte einging. Musik und Fußball gehört für mich einfach zusammen. Wir singen ja im Stadion auch jede Minute eigentlich irgendwas. Und ja, ich finde auch, Musik transportiert einfach Emotionen auch gut rüber. Und wenn beim Fußball, da sind ja wirklich überall Lieder und alle Menschen singen mit, das passt. Also was soll man sonst machen, außer einen Song zu schreiben? Eben, und wenn man sich schon die Mühe macht, einen Song zu schreiben, dann darf natürlich auch das passende Musikvideo nicht fehlen. Der Rasen ist grün, das Leder ist heiß. Wir holen uns den Titel. Das haben die vier Freunde unter dem Projektnamen Anschlusstreffer gleich mitproduziert, knapp eine Woche vor der EM. Doch, ich habe gesagt, das machen wir, klar. Das war ja schon. Das war das dann wirklich so durchziehen, hätte ich nicht gedacht. Dann ist mir Tobi eingefallen, bei dem hatte ich mal was eingespielt und der schuldete mir noch einen Gefallen. Und ja, jetzt sitzen wir hier bei Tobi im Studio und da hat es dann auch funktioniert. Tobi, das ist übrigens dieser Herr, Lehrer mit Leidenschaft zu Musik, eigenem Tonstudio und jeder Menge musikalischem Talent. Immerhin werden im Song alle Instrumente bis auf die Gitarren von ihm gespielt. Keine drei Wochen vor der EM klingelte das Telefon. Tobi, wir haben einen Song komponiert, kannst du uns den produzieren? Dann habe ich erstmal herzhaft gelacht, weil ich nicht wusste, ob jetzt für die EM die ansteht, weil normalerweise braucht man viel, viel mehr Zeit dafür. Was soll ich denn machen? Ja, alle Instrumente einspielen. Ach, das ist ja schön. Naja gut, letztendlich habe ich dann Noten dafür gekriegt, habe mir das angeguckt und habe dann schon sehr schnell gemerkt, dass das Ding irgendwie ins Ohr geht. Und das finden wohl auch andere. Immerhin hat der Song auf YouTube schon über 5000 Klicks. Und wenn es nach den vier Hobbymusikern ginge, dann könnte sich der Song bis zum großen EM-Finale auch noch zum großen EM-Hit entwickeln. Sänger Nico sieht Deutschland im Viertelfinale jedenfalls als Sieger. Unsere Mannschaft braucht auch ein bisschen den Gegner und Spanien gibt denen genau das und wird auch, glaube ich, werden unsere ganz schön motiviert sein, da zu gewinnen. Und ich glaube, das ist unsere Chance. Dann vielleicht auch tatsächlich erst in der Verlängerung, aber ich denke schon, dass wir es packen können und dann werden wir natürlich auch Europameister, weil dann steht nichts mehr im Weg. Es liegt also an der Nationalelf und den Fans, ob diese Wünsche in Erfüllung gehen. Und am Ende hat das Spiel gegen Spanien ja schließlich 90 Minuten und... Der Rasen ist grün.